U.S. Navy launches Tomahawk missiles as part of a coordinated international strike against Libya. Anhaltende Flugabwehrgeschütze und Maschinengewehrfeuer waren am frühen Sonntagmorgen in Tripolis zu hören. Ein Reuters-Reporter berichtete von Explosionen in der libyschen Hauptstadt. Das staatliche Fernsehen verkündete, der Angriff der feindlichen Kreuzritter ginge weiter. In Libyen beteiligten sich die USA, Frankreich, Großbritannien, Kanada und Italien. Am Sonntag kündigte auch Katar seine Teilnahme an.